Hi Leute, da sind wir wieder zu Factorio. Ja, wie ihr seht, wir sind hier immer noch fleißig am Bauen und Forschen. Vor allem am Forschen, wir müssen immer noch die Eisenbahn erforschen. Was kann ich mir so forschen, wir denn gerade? Motor. Um dann auf Eisenbahn zu kommen. Ich habe mir gedacht, nachdem wir hier gerade so fleißig schon alles produzieren, irgendwie ist mein Eisen ein bisschen knapp, habe ich das Gefühl. Das wird sich aber auch noch geben. Oh, ich habe ganz schön viel Grüne. Obwohl gar nicht so viel Grüne produziert werden. Es werden ziemlich wenige Rote produziert. Ich habe auch irgendwie die auseinandergenommen. Also noch ziemlich viele drin. Ja. Das sind ja, die produzieren ja alle nur grüne Wissenschaftspakete. Na komm. Ich werde jetzt mal zwei ausschalten. Drei ausschalten, die werden eh nicht benutzt. Da läuft noch alles. Okay, ich habe noch so viel Steine übrig. Genau, was. Ah, was machen die hier? Ist schon voll. Ja, hier, so. So, Fließbänder kann man nie genug haben. Ja, genau. Was wollen wir machen? Ich habe mir gedacht, wir müssen die Eisenproduktion noch ein bisschen ankurbeln. Wo ja echt ziemlich viel Eisen ist, irgendwie wird nicht so viel produziert, habe ich das Gefühl. Ich komme gar nicht danach mit dem Rausräumen. Bald rausgeräumt, das ist voll. Also sie sind alle die ganze Zeit am Arbeiten. Sind nur nicht schnell genug zum Arbeiten. Ja. Okay, die arbeiten alle hier. Die arbeiten gar nicht mehr, weil es alles verstopft ist. Also eigentlich haben wir genug Eisenplatten, die werden nur nicht schnell genug produziert. Aber ich habe mir gedacht, wo wir schon mal dabei sind, ich würde gerne Stahl produzieren. Weil Stahl werde ich demnächst brauchen. Und dafür brauche ich natürlich auch die entsprechenden Öfen und alles. Das heißt, wir werden jetzt, vor allem wenn wir dann den Motor haben, den wir jetzt gleich erforscht haben, werden wir Stahl brauchen, genau. Das können wir hier auch auf Eisenbahn forschen. Los geht's. Ich würde das gerne in drei Öfen produzieren mal. Die setze ich aber. Schnelle Fließbänder, ja, habe ich. Ganz ans Ende. Halt. So. In der Mitte ist ein normales Fließband. Ich werde schon wieder irgendwo angegriffen. Ah, ich werde angegriffen. Ich wurde angegriffen, sagen wir es so. Ah, gut, dass ich da oben Geschütztürme gebaut habe. Ah, shit. Wartet Ressource, gar keine. Ja, wie geht das Eisen hier aus? Der eine hat jetzt nichts mehr. Gut, dass ich die anderen gebaut habe. Ja. Wir müssen irgendwo neues Eisen herkriegen. Eisen sieht so aus. Da hinten wäre Eisen. Aber ich denke, dass wir das irgendwie über die Bahngleise machen müssen. Dass wir noch mehr Eisen rankommen. Ah, so ein Scheiß. Na gut, ich baue jetzt hier auf jeden Fall schon mal meine drei. Jetzt brauche ich mal einen Greifer als Abstandshalter. Eins, zwei, drei Öfen noch hin. Die sollen mir nämlich jetzt erstmal Stahl produzieren, indem ich hier reingehe. Dann brauche ich lange Greifarme. Voilà. Lange Greifarme für Kohle. Und ich brauche 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drei lange Greifarme, um den ganzen Krempel wieder rauszukriegen.
Kiste. Jetzt brauche ich erstmal ein Fließband. Das lasse ich parallel laufen. Und dann kommt hier ein Greifarm hin, der den ganzen Krempel mal in die Kiste packt. Begrenzen wir aber mal auf 3 Plätze. Weil wir haben eh nicht so viel. Ja, nicht so viel Krempel. So. So. Den bauen wir ab. Und der soll dann raus aufs Fließband. Super. Das braucht das Ganze noch irgendwie Strom. Warum? Boah, fick dich! Fick dich! Oh shit, ey. Ich hab hier. Genau da ist eine Lücke mit Geschütztürmen. Oh. Oh, fuck. Jetzt brauche ich erstmal ein Reparaturtool. Wo denn? Da ist doch keiner mehr. Jetzt muss das hier erstmal repariert werden. Ups. So geht's auch. Ah, die haben mir hier den ganzen Aufbau ruiniert. Hä? Ach, da fehlt eins. Zum Kotzen. Oh, shit, 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 ey. Ja, das ist ein Teil, den brauche ich nicht. Ich brauche so ein unterirdisches Ding. Unterirdisch, unterirdisch, unterirdisch. Eisenplatten für. So. Boah, fuck, ey. Das war jetzt ungut. Oh Gott, meine Produktionsanlage ist ja fast hinüber. Wir haben ganz schön viel Schaden gemacht. Also langsam wird es echt gefährlich hier. Ich brauche dringend noch ein paar Geschütztürme. Ich schließe trotzdem das hier mal irgendwie an. Wer ist wieso? Es war ja klar, dass ich genau da dazwischen jetzt wieder keinen. Na, da brauche ich einen großen. Da brauche ich einen großen. Ja. Und hier in der Mitte setze ich ein kleines Verbindungsstück. So, Eisen. So, ich brauche mindestens 2 Geschütztürme. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich produziere zu wenig Munition. Produzierst du jetzt hier auch fleißig Stahl? Ja. Ah, das ist echt ärgerlich hier jetzt, dass die mir hier gerade das Ding kaputt gemacht haben. Das ist wirklich ärgerlich. Ich brauche mehr Kohle. So, die Frage, wie ich an mehr Kohle kommen sieht. Ja, das ist eh, ich habe eh mehr als genug Kohle. So, der hatte nicht mehr genug. Der hat kein Material, ach, der hat keine Ressourcen mehr. Deswegen. Deswegen ging er nicht mehr, okay. Muss das Ganze mal umgebaut werden. Ne, erstmal den Ofen. Wo ist der Ofen? Ofen. Greifarm, Kiste und alles wieder betanken und hier legen wir gleich schon mal ein bisschen was rein und Mauer, ich brauche 5 Ziegel.
Jetzt setzen wir aber genau hier unten drunter. Der geht bis da und der geht ungefähr bis hier. Also setzen wir jetzt hier zwei Geschütztürme rein. So. 50. 50. Halt. 30. 30. Mir geht echt die Munition aus. Das ist zum Puss doch alles hier. Wer hat sich denn sowas hier ausgedacht? Das Spiel wird langsam kritisch, Leute. Und ich bin immer noch eigentlich nur dabei, zu erforschen, dass ich Züge bekomme. Und wer hat hier einfach in Grund und Boden geballert von den Monstern? Oh, toll. Ich habe ein bisschen zu viele Grüne. Und ein bisschen zu wenig Rote, so wie es aussieht. Na gut, schalten wir einfach mal ein paar Grüne ab. Hier machen wir mal Platz. So, wieder was anderes landen kann. So. Das verteilen wir jetzt einfach mal großzügig. Aber wir müssen jetzt eh bald. Oh, 140 brauche ich davon, haha. 34. Stahl braucht ganz schön lange, bis das produziert wird. Kann ich hier irgendwie schneller produzieren? Ich nur, indem ich noch eine zweite Fertigungsanlage baue. Ah, wo ist denn das? Fertigung hier. Yay, Eisenbahn. Ja, automatisierter Zugverkehr. Forschen. Stelle diese Basis wieder her und erforsche automatisierte Zugnetzwerke. Okay. Das ist quasi das, was ich jetzt mache. Produzieren wir hier nochmal Munition. Halt. Rein. Raus. Und rein. Ich werde schon wieder angegriffen, diesmal oben. Oje, oje. Tut mir nichts. Okay, da oben sind sie klargekommen. Nehmen wir den ganzen Fließbänder, das kommt alles hier weg. So, Fließband. Flop, flop. Hier brauche ich theoretisch auch nochmal einen, der rausfördert. Das hat hier super geklappt. Das hat ja super alles hier geklappt. Und du sollst Munition herstellen. Ja, gut. Da unten hat sich's auch endlich wieder so ein bisschen ergeben, dass das Eisen bleibt, wo es ist. Ich produziere immer noch so viele Grüne, da brauche ich die gar nicht mehr. Ich habe noch so viel. Es sind immer Grüne drin, aber keine Roten mehr. So, ich produziere doch hier Rot. Ah, komm schon. Sind natürlich ein bisschen langsam. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt sind mir tatsächlich die roten Wissenschaftspakete ausgegangen, weil jetzt arbeitet eigentlich nur noch einer. Und grüne brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr, die liegen überall. Die grünen werden jetzt abgeschalten. Ja. Passt. Was machst du? Oder fröhlich weiter produzieren, so wie es aussieht. Sehr schön. Wenigstens einer, der mal macht, was man ihm sagt. Puh. Soll ich hier noch einen dazu bauen? Wir müssen das hier nicht nur verlängern. Einen langen Greifarm. Das jetzt hier einfach verlängern. Rein. Raus.
und hier unten auch. Rote Wissenschaftspakete. Und hat natürlich wieder keinen Strom. So. Jetzt produzieren wir mit 3 rote Wissenschaftspakete. Das sollte von der Geschwindigkeit her noch hoffentlich reichen. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch so machen können, außer jetzt hier drum rumsitzen und darauf warten, dass es vorangeht. Wir können natürlich das hier noch upgraden. Mit der größeren Montagemaschine. Jetzt sind hier schon wieder so viel Grüne. Mann, Mann, Mann. Das will mir nicht gefallen mit den vielen Grünen. Die werden aber auch irgendwie nicht verbraucht. Hab ich so das Gefühl. Ich forschte mehr. Er forscht, glaube ich, nur, wenn er genug Rote. Also, wenn er. Ich brauche jetzt 2 rote und ein grünes. Und er forscht, glaube ich, nur, wenn er 2 rote und ein grünes drin hat. Das forscht er nämlich gar nicht. Hat er hier übrigens 4? Naja. Egal, auf jeden Fall kommen wieder rote Wissenschaftspakete an. Stahlproduktion läuft. Pumpen. Oh, ich kann eine Diesellokomotive bauen, das heißt eine Motoreinheit. Wie baue ich denn die Motoreinheit? Da, hier, Motoreinheit. Stahl, Eisen und Rohr. Okay. Konnte man das nicht automatisieren? Probier das jetzt einfach mal. Ich guck mal nach, ich baue jetzt einfach schnell so ein Ding und schau, ob man das automatisieren konnte. Ah, ich merke schon hier das Eisen. Eisen wird knapp. 144. Nur ein paar tausend. Eieiei, ich muss sparen. Ich brauche die Munition. Ich brauche die. Montageeinheit. Ich klatsche jetzt einfach mal hier hin. Kannst du Motoreinheiten produzieren? Ja, kannst du. Puh. Dazu brauche ich Eisenzahnräder, Rohre und Stahl. So, Zahnräder und Rohre kriege ich hier. Dann kriege ich alle aus Eisen. Ach, wo, Zahnräder habe ich hier hinten schon. Aber ich habe hier hinten keinen Stahl. Ah, ich baue hier oben eine zweite Produktionsstraße auf. Ich werde schon wieder angegriffen. Zahnrad, Zahnrad, Motor. Oder irgendwie so, warte, also Zahnrad, Rohr und Motoreinheit. Die müssen 3 Sachen rein. Was braucht denn der? Der braucht Eisen. Das heißt, ich brauche hier irgendeinen, der mir Eisen abzwackt. Ich brauche echt voll wenig Motoreinheiten. Wie viel bräuchte ich für Zug? Ja, 20. Ja. Nur eine Kiste. So. Ich mache das jetzt so ein bisschen teilautomatisiert. So, rüber. Ihr sollt mit Eisen reingehen. Und hier sollen eure Produkte rauskommen. Produkt. Und hier ist Produkt rein. Was braucht denn der jetzt? Stahl. Da führe ich einfach da hoch und stelle zur Kiste. Flop, flop. Na, stehe ich wieder im Weg. Und ja. Yeah. So. Dann können wir das hier mal abbauen.
Den Stahl lassen wir mal da drin. Man weiß ja nie. Dann soll der hier quasi rausfördern und zwar direkt in die Kiste und die begrenze ich jetzt mal auf. Ich weiß gar nicht, auf wie viel, auf 2. So. Jetzt braucht das Ganze noch Strom. Nein, nicht den. Das ist natürlich klar. So. 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 Oh, ja. Das kann ja nicht funktionieren, wenn unten kein Eisen ankommt. Und hier kommt natürlich auch kein Stahl rein. Na toll, der steht jetzt wieder genau so, dass er... Also wirklich so mit... Mit den Elektrodingern habe ich es nicht so. Können wir das denn jetzt hier? Wir stellen jetzt den... da in die Mitte. So, in die Mitte. Ah, das ist jetzt nicht so schlau. Sehe ich gerade, dass ich Rohr und dass ich die quasi beide auf dem selben fördere. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Der liegt jetzt innen. Der liegt jetzt innen. Ich hole das hier mal weg. So. Ich will jetzt hier nicht so viel mit Mehrfachgreifarmen und Käse machen. Deswegen machen wir das alles ein bisschen anders. Und ich sehe, die Folge ist schon... Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Das heißt, wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Und ob hier überhaupt irgendwas weitergeht. Hä? So. Ich hab's irgendwie nicht so mit dem Bau. Na gut. Das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Factorio und ich hoffe, es hat euch in dieser Folge gefallen, dass wir hier immer noch ein bisschen planlos sind und uns langsam das Eisen ausgeht, aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute!